und herzlich willkommen bei der D-Schule. Was wird im Sommer so richtig schön und kalt getrunken? Wasser. Jein. Wasser ist der größte Bestandteil davon. Aber heute geht es um das Bier. Genauer gesagt um das Barer Bier. Die Rohstoffe für ein Bier sind fast immer Hopfen, Malz und Hefe und viel, viel Wasser. Wie kann es denn so viele verschiedene Biere geben? Das wusstet ihr vielleicht schon. Aber wisst ihr auch, wie das Bier in die Flasche kommt? Hier im Sudhaus wird das frische Quellwasser und das gemahlene Malz in der Maischepfanne erhitzt. Danach wird das Flüssige vom Festen getrennt, also in der Fachsprache abgeläutert. Die entstandene Bierwürze wird nun mit dem Hopfen gekocht. Die richtigen Temperaturen des Brauprozesses sind sehr wichtig für den späteren Geschmack des Bieres. Die Bierbrauer müssen sich also strikt an das Rezept halten. Man nennt es ja nicht umsonst die Braukunst. Nachdem dieser Kochvorgang abgeschlossen ist, wird die Bierwürze mittels Whirlpool gefiltert und abgekühlt. Das Bier fängt nun in den Gärbottichen mit der Hefe an zu gären. Dies passiert hier im Gärkeller und dauert circa eine Woche. Danach wird das Bier in die Lagertanks weitergeleitet und hier reift es weitere 8 bis 10 Wochen. Hier in der Abfüllerei werden die Flaschen zuerst gewaschen, danach werden sie mit Stickstoff gefüllt, damit das Bier beim Abfüllen nicht überläuft und zum Schluss bekommt jede Flasche einen Deckel und ein Etikett. Hier im Brauimarkt kann man das frisch abgefüllte Bier nun kaufen. Liebe Männer, ihr versteht uns Frauen nicht, wenn wir täglich eine Handtasche voll mit Wichtigem herumtragen. Ich finde, nachdem wir Frauen nun jahrzehntelang für Gleichberechtigung gekämpft haben, wollen wir euch, liebe Männer, auch nicht benachteiligen. Hier ist die Handtasche für Männer. Prost! Prost.